Die härteste Segelregatta der Welt macht ihrem Namen alle Ehre. Sturm, schwere See, von Husarenritten, von Überraschungen und von Seglerpech. Von schlaflosen Nächten und einem Deutschen mittendrin. Und es ist toll, hier draußen zu sein. Jetzt muss ich noch ein bisschen Schlaf finden, mich erholen von diesem Sturm. In der ersten Rennwoche, die jetzt rum ist, jetzt werde ich das aufnehmen, werde ich an 7. Stelle. Und ich freue mich, von euch zu hören. Die Vendée Globe erlebt eine bewegte erste Woche. Das Rennen. Nach dem Start in der französischen Vendée geht's mit Segelkraft vorbei am Kap der guten Hoffnung. In rund 70 Tagen allein einmal um die Welt. Vorbei am Kap Horn. 6 Skipperinnen und 27 Skipper auf ihren Imoca-Booten wagen die Tortur. Boris Herrmann, der erste Deutsche überhaupt bei dieser Einhand-Weltumsegelung. Auch er gerät mit seiner Sea Explorer früh in einen ersten Sturm. Die zweite Nacht mehr als bewegt, mehr als 40 Knoten oder 75 Stundenkilometer schnell, schlaflos. Das Segel beobachtend. Das ist die Vendée Globe. Die Zweifel haben mich aufgefressen. Ich habe mir viele Sorgen gemacht. Soll ich schneller oder langsamer fahren? Beim Mitfavoriten Kevin Escoffier sieht es schlimmer aus. Wassereinbruch über ein defektes Ventil. Es besteht keine Gefahr zu sinken, aber blöd ist es dennoch. Sehr blöd. Mein Boot ist ein Whirlpool, Mann oh Mann. Das passiert natürlich immer dann, wenn nicht nur ein Proviantsack drin ist, sondern 40. Ganz arg trifft es einen der Top-Favoriten. Der Franzose Jérémy Bayou. Ein Beschlag seines Bootes reißt und das Ruder seiner Charal knallt in der Folge auf einen Baumstamm oder ähnliches in voller Fahrt. Jahre voller Entbehrungen. Auf einen Schlag zunichte gemacht. 4 Jahre habe ich auf alles verzichtet und dann endet das Rennen so. Puh, das ist echt brutal. Das kleine Grauboot von Boris Herrmann hat sich in den ersten Tagen bestens positioniert, liegt in der Spitzengruppe und gleich auf mit Topfavorit Thompson im schwarzen Boot. Aber dann verpasst es der Deutsche, hier just auf der Passage nach dem Sturm früh genug gen Süden abzufallen. Das Resultat? Der Brite Alex Thompson setzt sich mit guten Winden Meter für Meter ab. Dagegen im Schwachwind? Boris Herrmann hängt fest, wird zeitweise bis auf Rang 21 durchgereicht und ist entsprechend maulig drauf. Jo, es würde ja ganz nett sein, wenn dieser blöde Wellengang nicht wäre, der jedes Tempo frisst. Aber ich sollte nicht klagen. Ich hörte von Booten mit viel größeren Problemen. Aber ich habe Angst, dass ich den Zug verpasst habe. Die anderen sind etwa 15 bis 30 Seemeilen vor mir. Und die haben vielleicht noch Wind, keine Ahnung. Ach, besser jetzt schlafen, als nachzudenken. Okay, I sleep now rather than worrying. Cheers. Willkommen eine Flaute für Clarisse Kremer. Die Französin hatte im Sturm tagelang nichts gegessen. Nun kann sie endlich wieder Kraft schöpfen. Welch Glücksgefühl, wenigstens für ein paar Stunden keine Angst zu haben. Ich mache mir noch mal was zu essen, gut schlafen und dann schauen wir mal. Es ist die Ruhe vor dem richtigen Sturm. Alle Alarmglocken läuten. Der Tropensturm Theta droht und die Frage, wer wählt welche Route? Boris Herrmann? Ich kann meine Durchfahrt ziemlich genau planen, will auf die rechte Seite vom Sturm, damit der Wind von hinten kommt. Das ist die Theorie, mal schauen, wie die Realität aussieht. So, this is of course just the models. What the reality is going to be, we will see. Schnurstracks durchs Auge des Sturms segelt Alex Thompson mit seiner Hightech-Yacht. Volles Risiko, sein Wagemut wird belohnt. Was für ein hartes Rennen, die Intensität ist der Wahnsinn. Vergangene Nacht habe ich meine Chance gewittert. Wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs und du kannst ganz genau verfolgen, wo sie lang segeln, ob sie die Segel wechseln, alles. Und da habe ich meine Chance gesehen und sie genutzt.
In the middle of all that last night, I saw an opportunity, and I took it. An seinen Fersen hängt ein alter Fahrensmann. Yes, we can, steht an seinem Boot. Und in der Tat, yes, he can. Jean Le Cam, 61 Jahre alt, düpiert auf seiner fünften Vendée Globe alle Hightech-Boote. Der Franzose ist ohne Foils unterwegs, ohne diese Tragflächen, auf denen die modernsten Schiffe quasi fliegen. Wenn ich jetzt nicht zufrieden wäre, dann wäre ich es vermutlich niemals. Auch Boris Herrmann hat seine innere Zufriedenheit wiedergefunden. Seine Sea Explorer hat im und nach dem Sturm wieder aufgeholt. Der Hamburger segelt sich auf Höhe des Äquators wieder in die Top 10. Die Sonne scheint hier rein, es ist 20 Grad, schön warm. Hier ist meine kleine Ecke so zum Sitzen eigentlich so. Da verbringe ich eigentlich jetzt die 3 Monate, da nicht ganz. Hier bin ich nur, wenn es warm ist. Dann kann ich nach vorne gucken. Und ich sitze dann hier gleich so im Abendlicht und verspeise mein Abendessen und gucke dabei auf den Horizont. Na dann, hoffentlich gute Weiterfahrt.